Salut, Leute, Steven, hi. Livestream eben, für die, die das um YouTube noch gucken, da das live gestreamt gehen, wie ihr schon der letzte halt immer sehen. Und du hast schon den Loop-Fehler gehabt. ja, das heißt, wir haben im Moment ein Mario Marathon, das nächste Spiel, wo wir aufhaken, das ist hier auf meiner super gehackten Switch. Ich meine, der Gag, ne? Das tut das nicht Switch, das ist just, mein Programm, den ich schon ein paar präsentiert habe. Ihr könnt das Video gucken. Das war Launchbox mit Big Box. Ja, das ist ein Thema für Big Box, für das ist wegen Switch ausgesagt. Natürlich, das nächste Spiel, wo wir aufhaken, ist natürlich nicht Wizard Warriors. Wir gehen auf Super Mario Bros. Ja, das ist mir flott präsentiert. Mit dem Video, den du dabei hast, der passt nicht, weil das ist Super Mario Bros. 3. Ich muss den nur rausholen. Mit Präsentation ist richtig cool, ne? Dann weiß ich nach ein Geier bisschen, wie das Ganze ausgesehen hat. Okay, den Desktop-Audio ist einfach b-mal fortgegangen. Also ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel aus dem Fenster rausklicken. Da das ist ein Trick bei der Sache. Ich gehe nicht auf Fullscreen, für das da ein bisschen besser gesieht. Und vor mal lassen wir Super Mario Bros. Nicht Star Tropics, nein, Super Mario Bros. Okay, komm, ich starte mal das Spiel hier. Und ja, Freude könnt offiziell Super Mario Odyssey raus, da könnt ihr euch natürlich auch ein Livestream davon erwarten. Ich guck, weiß nicht, wie weit der so eine Ewigkeit braucht, Schüsse zu starten. Ah, okay, schon besser. Ja, er ist kein Ton. Das ist immer so komisch, mit das ist normal, ja. Ja, Mario, in den, ne? Probieren wir das so gechillt wie möglich durchzuspielen. Ah ja, das ist der Sinn von diesem Marathon, also auch hier am Anfang ein bisschen durch Mario-Spieler zu gehen. Ich will natürlich nicht, dass sie auf 100% spielen, das ist ja nicht. Das ist einfach just, einfach mal ein bisschen. Mal gesehen, was so alles. Der Mario schon durchgemäht wird so. Eigentlich sollte man Donkey Kong aufhängen, nicht Topat. Aber Donkey Kong machen wir dann noch. Den Anfang von Jumpman River ob Mario. Das aber auch ein Stück Geschichte, die relativ wichtig war für den Kollegen. Schrecklich, den heute ist ein bisschen. Da werden Töne wahrscheinlich schrömmen, kurz verschwunden. Klonk, klonk, klonk. Ich muss sagen, dass dieser Emulator mich das relativ gut. Er füllt einfach den Rest vom Schirm ab mit der Farbe, wo halt der Bauch ausmischt. Wie in diesem Fall ist der Bauch schwarz. Also ist der Rest schwarz gelöst. Ja, es geht natürlich besser, Strats für euch durchzurennen, ich meine, das Chili Billy. Ich hasse diesen Sprung hier. Ich muss das Gefühl von einem NES-Controller zurückgewonnen haben. Weil das mein Feeling ist, nämlich ganz das. Voilà, machen wir das hier. Natürlich gehen wir rundherum. Ich werde nicht Level für Level gehen, wir spielen so, wie wir es halt können. Tisch, lo kann ich mal schon so in das Spiel Level 4 ja gepackt haben. Ah, die kann ich schon gar nicht reiten am plus. Was eine Verschwendung. Ballon halt mein Power-Up verloren. Da gucken wir, ob wir hier unseren echten Leben noch verlieren. Ich sehe schon, dass eine Lucky Two da scheißt, wo wir nicht wollen.
Okay, da ist ja noch well gut gegangen noch. Bis lohnt man noch Kilian verloren. So weit, so gut. Das wird aber so schon noch kommen. Ne? Quank, quank, quank. Okay, ich gebe mal schon die echt tricky Jumps. Im Moment. Okay. Der Tote bringt mich zur Welt 7, wenn ich mich nicht irre, noch nicht auf 8. Ne, 5 bringt mich das. Ja, ne, du hast eine andere WD besser als eigentlich. Hi, White Link. Also, kleine Starman. Das war just. On Level geparkt. On World 5 of 2. Den ist gerade nicht gebackt? Ah doch, okay. Ein Hammer, Bruder. Das war ja klar. Das heißt, ich brauche Schwimm. Ich brauche Schwimm. Ah! Ah je. Ich habe die falsche Route geholt. Nur darf ich durch den Scheiß gehen. Ich wusste, dass Mario Checkpoints hat an dem Genre. Okay. Ich hasse so klang springen wie die do. Oh, buff. Also wie gesagt, das heute eben, falls ihr das mich spät um YouTube gesehen eben das als über Twitch gelaufen, schon wieder nicht. Wie gesagt, da rüber zu gucken, weil an nächster Zukunft fährt um Channel nicht mehr ganz viel rauskommen. Das so ein weil, wie gesagt, die Zeit, wo ich dafür geholt habe und schlussendlich das Feedback, den dabei rauskommen war und so. Oder nicht wirklich das Feedback mit, das sehe ich da so. Wenn ihr guckt, wie viele Leute schlussendlich geguckt haben, par rapport zu der Arbeit, wo ich rausgeschmissen habe, fand ich nicht der Wert. Richtig. Zeitverschwendung. Ja, den dritten geht um den Eck. Der rote Cooper, der fällt nie rauf. Kick it. Oh. Komisch Physik. Also nicht bei Mario Maker liegt auch nicht. Boah. Was soll's? Fahrt, du nimmst schon kein Kaffee mehr. Nee, bin schon der Streamer gefangen und die Kaffee. Budi, budi, papa, pop. Okay, Meise, Game Over gleich. Oh nee, das ist so ein. Ich weiß es gar nicht.
Ne, okay, das war kein Sequenz-Affair. Okay, da kommen schon die echt Bowser-Bullen. Oder ich der Koopa King, weil den er nicht Bowser gehecht hat. Bowser ist recht bei Super Mario World. Komm. Parababurabibu. Ja, also gut, wie man das halt logisch spielt. Yay! War das nicht top? War das nicht top? was ich eigentlich machen kann, als Rivergunner bin ich noch wie. Ich kann nämlich meinen Spieler in der Serie raumen. Und ich gehe mal einfach bei Super Mario. Super Mario! Den ich noch so Fangame. No Mario Sky. Komm, ich spiele in Dart mal ein bisschen. Ja, lo hast du deutlich DMCA Sky, weil so gut ein DMCA drauf, dann das ist leider ein bisschen Blödsinn. Made with Unity. Wow. Also, na ja, mal da mal ein kleines Spiel. Wie sprangen das? Oh ne. Das heißt dann als Mario No Man's Sky. Oh mein Gott. Kann ich halt keinen Input konfigurieren, ne? Okay, ich gehe mal eine Tour machen und gucke, was ich zusammen kann. Ich weiß im Schnitt, was das Ziel von DMCA Sky ist. Mit natürlich ist das ein Spiel, wo nicht darf bei einem Mario Marathon fehlen. Kommt zur Heimat Poop Goombas. Eleven? Was hab's? Nee, no hidden block. Okay. Ah! Mumbas 3. Okay, seht mal einfach, wie viele Mumbas ich besiegt tun. Nicht wie viel danach sind. Okay, komm, ich gehen auf einem anderen. Okay, voilà. Lumen um den Sky. Komm, gehen auf den geringen Punkt da hinten. Ich schaue nicht mit YouTube ab, mit dem Inhalt geht stark reduziert, wo YouTube demnächst auftaucht. Weil mit den normalen Let's Plays, auch wenn ich an der letzten Mai drüber geschafft habe, wie gesagt, ich fand das. Das ist eine komische Sache, wo ich nicht weiß, wie ich dann von Anstufe mehr. Mir Leute am Land, die so in die ganze Zeit ging nicht genug gemäht gehen, was Gaming geht und so weiter. Und hallo, hallo, World 0, was auch immer, hier das sieht. Die Schwerkraft, das ist ganz anders, toll. Was war das? Oh! Bastard. Okay, ja, wie gesagt, mir Leute, die so am Land, werden nicht genug, was Gaming geht. Aber dann sind Leute da, wo es wirklich regelmäßig machen, wie die Mads und so weiter auch. Und ich gucke sein Video noch immer, all Tag, ne? Aber ich gesehen aber auch, dass. Es muss ihn einfach nicht mehr, keine Ahnung, wie ich ihn machen soll, einfach. Weil ich finde, war 2 Jahre gemäht oder so, und keine Ahnung, der Feedback sagt einfach. Lass mich doch ran. Ich will gut nicht warten, ich wollte nicht warten. Game over.
Nee, also wann etwas könnt, wie gesagt, am Spiel, um Channel dabei, wann ich etwas machen, da sind es wahrscheinlich mehr, also kein Let's Player mehr auf jeden Fall. Wann Reviews, Unboxing, so Sachen. Aber wenn ich einfach will, gesehen, werde ich gerade zocken, dann mache ich das lieber Stream. Das ist eine viel mehr angenehme Stimmung, schon regelmäßig mehr Leute, die hier noch gucken. Du mal wirklich der Vierteil von der Sprache und ich benutze den hier auch wirklich. Weil du zum Beispiel auch meinen Inhalt auf Letzbüsch limitieren, das meine ich nicht mehr. Die Leute kommen, die irgendeinen Spruch schwätzen, wo ich kann, dann einfach stehen ein Klo, ob der ich brauche. Hier ist nichts los. Was ist das für ein Lord beschwellt? Okay, wir brauchen etwas Besseres. Sprangen. Das ist komisch, ich muss Z drücken auf meinem Querz-Keyboard. Z für zu sprangen und dann X innen für eine Aktion wie Feuerkugel schießen oder so sehen. Bei Feuerkugel nimmt schon gut kein. Approaching Planet. Whoops. Nee, es sind keine Lützebüsch Let's Player, die das tun. Es sind Leute am Allgemeinen nach Lützebüsch, wo eben einfach nicht behaupten, das ging nicht gehen. Mehr am Anfang, wie soll das starten, Mann? Die einfach behaupten, an Lützebüsch ging nicht gehen, weil Gaming geht. Und da meinen sie, dass ich werde das Geld so also elevieren, und da sind sie mir, oh mein Gott, wann ich gelieft, ne? Es sind dat, geht die Leute ein paar checken, die machen Sachen, ne? Und dann, auch wenn sie bis wissen, dass es gemäht geht, dann sind sie, ne. Und ich kann verstehen, dass den Inhalt vielleicht den Leuten einfach nicht gefällt. Aber, keine Ahnung, das ist eine komische Hypokrisie, wo gesagt wird, es ging irgendwie nicht viel geschehen. Und dann am Anfang, also ich dachte, die Unterstützung, wo fehlt, weil das selbst wirklich geschieht. Und ich weiß nicht. Kann sein, dass ich auch irgendwann ein paar Let's Play mache, indem nur weil das noch einmal beim Streamen noch könnt. Weil an der letzten und mehr und mehr Leute, die haben von der Französisch-Community, die bei mir auftauchen, im Stream. Und ja. Kann sein, dass ich einfach Französisch rüber quatschen. Mehr Blödsinn, ich meine, das bringt das dann meinen anderen nicht mehr. Ein bisschen, ne? Okay, bon. Die MCA ist geil als Schäfer oder gut. Ah ja, schon das tun. Das war eigentlich nie bei es richtig rausgekommen. Wo ist Donkey Kong? Bin ich schon nicht halt dran gemäht. Eieiei. Okay, ich weiß nicht, wo Donkey Kong. Ich habe eigentlich. Kann sein. Also, mir klang, ja. Also, an der letzten waren mir klänger. Ich hatte noch nicht viel, was großartig. Schön Minecraft, was dick viel Folgen hat. Das steht fast. Minecraft hat viel Folgen oder so andere Sachen wie Final Fantasy 15 oder Uncharted waren ein bisschen größer. Mir so's aus am Anfang, die meiste Sache sie bei ungefähr 20 Parts blieben. Das hängt geblieben? Okay. Gehen wir mal rüber auf Super Mario World einfach. Das müssen wir teilweise hinkriegen.
Ich muss sagen, dass die Big Box gesagt aber ultra geil ist, ne? Er kann den Controller nicht mehr. Der Titan ist noch nicht ganz top mehr. Das ist blöd, dass die Bilder so dazwischen switchen. Das ist am Fong ob enger Streif leider, nicht sind einfach Kübeln mehr. Ich fand gesagt cool aus. Eine Sache, wo ich auch an der letzten ein bisschen mehr Zeit dran investiert habe, das ist ja. Ich habe am Anfang relativ viel Zeit an der letzten mehr Spiel investiert, wo ich gerade mehr RPG Maker mache. Und das ist auch eine Sache, wo ich echt viel Zeit am Anfang halt dafür. Es sind am Anfang ein paar Gründe, für was ich mit den Let's Plays ich da will reduzieren. Machen wir eine neue Party. Ah, Super Mario World. Für mich noch immer die besten 2D Mario, den es gibt. Den dritten Charme haben sie nie mehr nur gebaut, gut, meiner Meinung nach. Wirklich nicht. Das war von den besten Spielern von der Schiff, die Farbepalette von der Super Nintendo zu weisen. Ah! Es ist selber nicht in einem Super Nintendo Classic kommen. Mini Classic, was auch immer. Kriegst du ihn? Oder willst du probieren, den zu kriegen? Ich habe am Anfang eigentlich nicht probiert, das ist ein Ding. Ich habe keine reserviert, ich habe nicht nur geguckt, wo er raus war. Ich warte, bis dass du an der Batsche kommen und dann. Weil ich nicht geschafft gesehen, das Schnappen nicht schmieren. Ups. Alle. Oh mein Gott. Ich habe nicht viel drauf gespielt. Da das am Anfang der Grund war, dass ich nicht an Droge ran bin. Mit der NES Mini sind ich an Droge gegangen. Ich hatte ihn am Anfang reserviert und ich grüße ihn. Schlussendlich hatte ich ihn. Und ich habe die 2-3D drauf gespielt. Und das war es. Ich denke mal, war das bei der SNES Mini die Chance mir größer ist, dass ich es schwer spielen. Weil es viel mehr interessante Spieler drauf sind. Wenn ich schon so gucke, eben, wie gesagt, mit. Mit Secret of Mana und so, Final Fantasy VI, Earthbound, das sind die RPG, die werde ich sicher denke, spielen, wenn ich diese so Karten spielen um HD. Also nicht HD, aber auf meinem Fernseher gechillt, ne? Ja, genau, das ist das. Ich will nicht irgendwie ein Lot direkt kaufen, weil da sind da mehr da. Die Leute, die unbedingt direkt die wollen, die kriegen vielleicht den. Und ne, Scalper sowieso will ich nicht unterstützen. Und ich warte, Nintendo hat klar gesagt, dass sie da nur produzieren, anscheinend Produktion von den NES Mini in einer Sache umlaufen. Ich gesehen auch, dass sie mit den Switchen löserlos noch kommen. Ne? Regelmäßig, wenn ich bis an der Skin of the Cora Maison sehe, da sind da Alkeas wenigstens 2 bis 4 Stück am Regal. Ich habe noch andere Geschäfte gesehen, das Cactus Bascherage hat da auch noch da liegen. Und das ist ein gutes Zeichen, meiner Meinung nach. Ups. Schön, der coole Panzer zerstört. Ah, Yoshi.
Und ich sage mal auch, dass dem noch weh gleich können, doch noch etwas anderes. Und zwar, Nintendo Switch kriegt sicher demnächst eine Virtual Console. Ne? Und mit der Virtual Console meinen ich, werde es relativ. Ich meine, sie haben verstanden, dass zum Beispiel Switch wird ein relativ limitierter Speicherplatz. Von sie um den nächsten Blödsinn machen, wie zum Beispiel für. Wenn sie den nächsten Blödsinn machen, wie auf der Wii oder Wii U, dass all Spiel seinen eigenen Emulator angebaut wird, sodass du nur für ein NES-Spiel aber noch immer muss 16 MB Speicher aufgehen, das war Blödsinn, weil ein NES-Spiel sind ein paar Kilobytes. Und dafür, und das ist, weil all Chaos und all Spiel war den Emulator noch ein Kerl dran. Sie mussten einfach eine Emulationsplattform bringen, so wie sie das mit der NES und SNES Mini gemacht haben. Was meine ich da? Eine Emulationsplattform und dass ihn dann Spieler halt für 3 Mal neu durch Speicher kriegt. Aber wenn das bis da ist, da glaubt man, da gingen die meisten Leute noch auf die Mini-Versionen sprangen, meine ich, ne? Aber die sehen zwar cool aus, muss ich sagen, aber ich weiß nicht. Wenn ich auf der Switch so kein tun, dann spüre ich mal gerne Geld und kaufe mal so digital. Geht ja sowieso in Emulation, also. War ne, ich geh nicht dran. Was mach ich? Nee, Guck mal, extra Powerflower. Ich kenne da raus immer nur eine Münze. Ich weiß nicht, was ein Trick bei denen geringe Kosten du hast. Das hat bei mir noch nie geklappt. Ich hoffe, sie kommen wirklich einfach gleich. Ich weiß nicht, wie sie Nintendo für sich Mini-Werte machen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Miniaturen von den komischen Controllers wirklich Werte machen. Was sollte man, das sind die Hori Nintendo für sich Controllers, die am Anfang der GameCube-Design schon hatten. Boah. Ja, ich weiß, aber ich finde das probiert, ne? Ich hatte nämlich gesehen, dass ich in den das gepostet hatte, ob da Facebook seid. Ob da Switch Facebook seid. Und ich finde das probiert mit Splatoon. Und wow, das ist nicht gut. Dafür habe ich auch dabei geschrieben, so, ja, okay, lauf jetzt just nach. Okay, ich muss E-Punkt fahren einfach. Komm. Ah, oh, come on. Am besten mich frei. Ah, du hast verkackt. Okay, boah. Egal, das sind schlechte Ton. Sind aber noch in zwei. Wow, drei. Mod geht mal schon viel besser wie, wie Super Mario Bros. Alle Yoshi, ich warte hier draußen, du darfst nicht hier ran. Ist das wirklich geschieht? Ai, 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 ai. Warte, kann ich einen Blumen kriegen?
Am Anfang ist ein Iggy, den in Jamonster den gern hun. Voilà, das geschieht mir all Chaos beim Iggy. Stirf. Merci. Ich fand zum Beispiel auch, dass ich nur zum Beispiel den GameCube-Controller-Adapter benutzen kann. Als cool, für grad, wann Virtual Console kennt. Ich will. Weil, wenn sie vier holen, was ja ein Gerücht ist seit einer Zeit, dass GameCube soll auch beikommen bei Virtual Console, dann ist das schon ideal. Nintendo für sich spielt sich ganz gut mit einem GameCube-Controller. Für Super Nintendo NES nicht unbedingt. Der kleine D-Pad ist nicht das coolste. Ich weiß schon, wenn ihr den Game Boy Player benutzt, ist das schon nicht unbedingt immer die beste Sache. Yoshi, warte mal hei. Ah, die könnt nicht rum, weil der Yoshi zerstört wird. Mal bravo Yoshi. Was stolz auf dich, ja, verpiss dich, voilà. Schassen dich. Du. Der kriegt nicht so. Das wäre geil. Wenn du mir liegen kannst, ob das Switch spielen. Ich wäre voll dafür. Bleib hei! Bleib hei! Okay, boah. Komm, verliere mal ein paar Leben hei. Vielen Dank. Das war kein guter Sprung. Komm mal ins Weten am Volvo. Voilà. So ein Fall. Das finde ich zum Beispiel genial von Nintendo, dass sie an dieser Welt diesen Power-Up oft eingeben gehen. Vier sind nicht da geknüpft. Hei kommen da rum, pur, ne? Ah! Hei hätte ich gern den Yoshi gehabt. Für die Jänger ist im Weg zu raumen. Für das Schei. Was das noch wirklich geschieht, Büter? Für wer bist du so schnell zurückkommen? Ah! Boah, du kannst es nicht mehr machen. Ich wollte nämlich hier rupflehen. Da ist nicht mehr dran. Machen wir einfach Ziel und dann probieren wir ein das Level für den anderen Ausgang zu kriegen. Was war das dann? Mich so mal sowieso demnächst. Also, oh, wart. Als nicht gleich. Nintendo Direct für Animal Crossing Mobile.
das mich spät, wow, das immens spät. Das um 5 Uhr morgens, nee, dafür stehe ich nicht auf, ne? Nicht für Animal Crossing Mobile. Ja. Keine Apps. Ah, ein Starter Guide. Mal ja dann. Nee, ich denke, dass demnächst wird Nintendo ein Direct machen oder irgendetwas an dem Stil, ne? Mir das noch nicht alles. Bei mir nach Paris Games Week das Jahr wird jo aber nach gewissen was die Jahre immer mehr groß geht, wenn ich das so kann. So, Kollege, bleib da stehen. Autoscroller, das passt, was das geht. Hui. Haha, Schwert. Ich wollte es weitermachen. Mene. Okay. Das geht, das geht. Es ist schon ein paar Mal dran geflogen. Oh, nee, Yoshi, ja. Voilà. Mir ist erwarten, wie gesagt, dass Nintendo das Jahr nach irgendeiner Präsentation, nach irgendeiner Apps möchte. Weil, da fehlt Stuff. Boah, Kackelo drauf. Ah ja, nee, da das ist der Witz bei der Sache, ja. Am Anfang hat der Schuss sollte nur gucken, wie der Gar am Anfang der Panzer rundherum geht. Ich hatte das vergessen, ja. Ups. Weil du Mario Odyssey raus hast, da hund Leute nach Xenoverse Chronicles 2. Und das war ziemlich. Wir sollen noch Dragon Quest Builders kreieren. Wir sollen noch verschiedene Spieler kreieren. Dragon Quest Ele, was zum Beispiel noch immer nicht konfirmiert, außerhalb von Japan. Im Moment gesagt, das heißt, wir mal just PS4-Version vom Spiel werden kreieren. Da sind, ja. Was ich da mal will sagen, das, was Leute die ganze Zeit gesagt haben, der Line-Up von Nintendo ist gut. Und das ist okay. Und das ist okay, ne? Von Nintendo selber sind. Heute lo relativ gut brüchen, ne, muss ich sagen. Zwei von ihren Haupttiteln innerhalb von den Main. Ich meine, sie bringen sicher noch einen Direct, weil du fehlt noch Stuff. Es fehlt unbedingt ein Animal Crossing. Es kann sein, dass man. Boah, sie haben zwar gesagt, dass nur wenn wirklich Schuss Animal Crossing Mobile ist. Also es nicht. Aber. Es wäre da eine super Möglichkeit für zu weisen, was ein Handyspiel zum Beispiel für Boni in Matze streit. Für wann in Datlo zum Beispiel gegen meinem Switch-Spiel verbannen. Das wäre gut, wenn das Spiel dort gegen Ubi dann. Gehen wir mal mit Plum. Autoscrollers. Ja, definitiv. Sie werden so lange noch von Odyssey schwätzen. An Apps, wo man vielleicht noch nicht gerade drüber denken,
Möglichkeit steht, besteht absolut, dass Odyssey DLC kriegt. Zelda wird lo ja auch die das gebracht. Also die Leute sollten immer Nintendo, der das den wusste. Ein Spiel nach kaufen kann, sondern das alles, was das Spiel hört. Zelda war mal von denen mit, das lohnt nicht mit der Fall. Also kannst du nicht Gift Gas gehen, weil. Es gibt das nix. Und ich fand Animal Crossing als wie eine perfekte Plattform für selbst die Animal wie Switch. Ah, pardon. Switch als eine perfekte Plattform für selbst die Animal Crossing. Oh, was lebt. Boah, egal. Eine Münze ist auch okay. Und sowieso im November wird hier noch Pokémon. Den sie irgendwie muss fertig bringen zu verkaufen. Wo ich am Moment so in der, weil ich nicht drauf glaube, dass es klappt. Also, hier den Trick, den kommen lassen, die despawnen und dann. Flay, 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 flay! Fucker! Huren Arsch, du! Peter, okay, bon. Du musst den Level packen. Ah, hier kann ich ja Snake spielen. Also viel Münzen opfern, wie es nicht mehr geht. Ups. Bon. Falsche Türe. Bon, den Dingen aus den. Wir gehen hier ran. Da ist ein P-Block. Wir gehen nach einem ran. Und dann noch ein Wein. Moa, 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 moa. Wirklich, Mario, sprang mir ich. Ich habe den DLC für Breath of the Wild auch nicht gekauft. Den nächste sieht man nicht, ne? Das fand ich teilweise ein bisschen, wenn ich den Frechheit fand. Dass ich in so einem schwierigen Mod schon als DLC los muss kaufen. An. Ah ja, die bezahlte Server, das ist auch noch eine Affäre. Bei mir DLC ist es immer so. Es gibt so viel DLC, wie wir haben, immer den Überblick über alles zu halten. Und Menge, ich meine das so. Wenn deine Serie aus mir gefällt, dann gucke ich mir die DLC nicht mal an. Aber wenn ich das so und okay, die DLC gießen, dann kaufe ich mir so. Zum Beispiel, ich meine, die letzte DLC, wo ich kaufe, das war Fallout 4. Da hatte ich den Season Pass. Weil, du kriegst wenigstens Far Harbor, eine ganze Insel dabei, Nuka World, der ganze fucking Freizeitspark dabei. Und danach den Automatron, wird eine neue Questline war, plus ein ganz neuer Stil von Followers, wo du kannst den Robotern customisieren, mit Waffen oder was du auch immer willst. Du hast all DLC, wie ich selbst mal zu sprechen. Dafür. Mir sonst könnte er dann von relativ selten für, dass ich DLC kaufen. Dafür. Die müsste wirklich sau gut sein. Zum Beispiel in DLC, wo ich gehen kaufen, für Super Mario Odyssey wäre. Ein ganzen Peach Castle von Mario Ferrazier nur gebaut an Odyssey. Sie hatte ja bei Galaxy 2 konnte ja schon am Galaxy 2 hat den Trump Fortress so recreated und das war so cool für mich die beste Level aus Galaxy 2. Wenn sie mal so Apps gingen mal wie zum Beispiel heute Chris denke ganz Mario Ferrazier zu. Das wäre cool. Und am besten dann auch so, dass du zum Beispiel frei bist an der Welt. So wie Mario Odyssey halt abgebaut ist. Das heißt, wenn ich dann nicht der sammeln, da ging ich nicht aus der Welt rausgeheilt. Aber kann einfach direkt weitermachen und die nächste Sterne sammeln.
Ah, du! Wie heißt denn das schon mal? Immer super. Ich weiß, dass bei Paper Mario. Na, schon nie Glück. Hey! Hey! Voilà. Normalerweise sieht das doch so aus. Voilà. Ich doch so. Aber das ist gar nicht schlecht, das hier. Ein 3 von 5. Ich weiß nicht, wie es bei dir raus, mir schenke nun ein bisschen. Ah, gut, ja. Ich fange nun ein bisschen den Käse kriegen von der 3DS. Ich will nicht frisch rüberkommen oder wie ein Troll, mir. Das ist einfach just. Zum Beispiel Pokémon, den los soll rauskommen. Die sieht man gar nicht. Und es ist immer die ganze Zeit. Für was denn nicht auf der Switch? Auf der anderen Seite, nicht nur in Pokémon, ne? Ich denke mal auch zum Beispiel Lode Mario Party Spiel, die 100 best Minispieler, so die sind. Die Kompilation von Mario Party Minispieler. Für was das nicht auf der Switch? Ob der 3DS sieht das mal gut nicht. Ob der Switch ging ich direkt holen. Ich weiß nicht, ich habe mir oft das Gefühl an der Laster, wo ich mal so ein. Für was ob der 3DS? Für was ist nicht auf der Switch? Auch, und du hast auch eine Sache, wo, wo ich vielleicht auch immer ein bisschen komisch rüberkomme, wenn ich das so mehr. Lo, Metroid Samus Returns ist relativ gut gelöst gehen und so. Me. Ich weiß nicht, was Leute gespielt haben. Me, ich muss leider sagen, dass das wirklich absolut nicht ein 2D-Mario war. Oh ne, ich hab den Mond verpasst. Das wären drei Leben. Adi Yoshi. Ich fand nicht, dass das. Es war ein ganz anderes Spiel. Es war gut kein Metroid, ne? Für mich. Weil Metroid war immer ein bisschen so. Voilà, du hast mit Samus rundherum bewegt, du hast rundherum geschossen. Der den ich wirklich gut fand, nun Samus Returns, dass du kannst dann 360 Grad frei den Blaster rundherum zielen und ich super fand. Werde ich hassen, aus der Counter-Move, den sie als so flott verkaufen, aber mehr dynamisch. Nee, nee, es nervt fürchterlich. Die 1 Stunde ist okay, die 2 Stunden warst du okay, das fängt du los zu gehen, ein Platz, dass du durchgerannt bist, heinst du, just so lunch gesprungen bist, und hier und da, dass man Morphball schnell rübergerutscht bist, für lunch, für Durchgegenden zu kommen, weil Backtracking aber halt viel könnt, auch wenn sie nur Teleport dran gebaut haben. Ich weiß es nicht, ich war nicht ganz drauf von der Idee. Bon, ich gehe noch nicht rüber an den Schlosser, und ich will also ich hier am Ghost House The Secret sicher gehen. Ich brauche ein Kappe. Ich brauche ein. Schon ein. Meine Stück Gag. Oh Gott. Was ist denn da geschieht? Wow, machen wir einen Kerl. Musst du so Sachen an der Luft sehen? Gott, ich brauche ein gut
Love Pist. Was war dat? Oh, komm on, Spiel, mach mat. Mach ein bisschen mat. Sind wir am Träger am Anfang? Sterbe einfach, du nervst. Allee, wo bist du? Okay, den heute werden wir schon bremsen. Was tut mein Controller? Dafür war fick das so schlecht. Oh Gott. Sprang, wann ich lief. Merci. Wir werden sie mal rumkommen, ne? Ja, ich hatte Gold auch selber gesehen. Also, eine schöne Kaffee, weil ich sowieso Samus wollte unterstützen. Definitiv. Aber habe ich mal hier einen Safe State. Weil das heute nervt, dass RNG basiert. Okay, das gegangen. Weil wenn du gehst am weh hast, dann da klappt das nicht. Es sind einfach Sachen, die mich einfach ein bisschen genervt haben in der Samus. Ich mal so, das tut den Asko kein Metroids Comeback, wie sie da behauptet haben die ganze Zeit. Was läuft so? Weil das sonst mal so. Es sind pure Grundmechaniken dran, wo es klar als nicht okay machen. Und dann habe ich am Anfang etwas gesehen. Und das wird vielleicht meine Stimmung noch ein bisschen verschlechtert. Ich habe das Studio gesehen am Anfang, den Metroid Returns gemäht wird. Und ich habe gesehen, das sind die nämlich Leute, die Castlevania Chaos of Vadorömer gemäht haben oder so. Ich habe Top Secret Area freigeschaltet, super. Wir können mal kurz hier rumkommen, wenn wir hier schon etwas brauchen. Ich liebe das Platz. Und ja, den Castlevania, wo sie da gemäht haben, das hat sollten am Anfang nach Port sehen von der Version, wo von der Version, die gerade aktuell war auf der Konsolen, auf der PS3 mängisch. Das war wohl kein Castlevania, das ist gerade den echte Scheiß. Die Castlevania auf Konsole ist nicht Castlevania, das war einfach just ein God of War Klon. Wenn ihr das so schön seht. Und ja, pas content, hein? Pas content. Als in den all Castlevania Spiel gespielt wird, ist sie bis zu weit gegangen, dann schon mein Sega Saturn kauf, Schüsse können Runde of Blood zu spielen. Weil die Emulationen du einfach nicht da sind. Ich war definitiv enttäuscht, ne? Also, sie können mir nicht verkaufen, dass das Castlevania soll sein. Ja, und basiert auf den Toten Castlevania. Und sie halt nur ein 2D-Spiel wollte man. Und die war gemacht. Braucht man nicht zu verstoppen, ne? Das hat gar nicht mehr mit den Igarashi Castlevania zu tun. Und ja, zu gesehen, dass das Studio war, das tut mich nicht gerade froh gemäht, ne? Weil, ja. Bumm. Yoshi Ghost, verschwunden. Mal super. Allee, komm. Oh Gott.
hol mal ein paar Münzen wahrscheinlich. Allez, boum. Ein bisschen sérieux. Parabam, pam, 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 pam. Dann haben wir so den geheimen Buchschloss gepackt und den Weg abgemäht an Star World. Wir haben Yoshi. Und wir haben auch unseren Flug Mario. Ja, ich weiß nicht genau ungefähr hei. Yes. Es bringt nicht die Level zu packen, da geht dich da drum, den nächsten Punkt zu finden. Okay, adi Yoshi. Oh, merkt, weil die Yoshi dabei und nicht geklappt. Boah, in dem Fall rennen wir einfach. Schlossen die Yoshi leihen, weil hier können wir ein Move für Yoshi kreieren. Ja, läuft fort. Okay, dann hören wir mal nach ein paar die heute Welt. So dass wir die Kollegen können holen. Perfekt. Ja, also ich ist Stern dran, stimmt, wenn ihn an einem Sternzustand Box betätigt. Der Yoshi ist sehr schwer. Bastard! Nee, Yoshi! Nee, nee, nee! Oh Gott, nee, das ist tot. Ich bin zu los. Warum rennst du so schnell, du Arsch? Nee! Okay, nach ein Kehr. Ja, die Star World ist super für Leben zu farmen. Obwohl, ich bin ja Top Secret Zone, das heißt, da kann ich auch Leben farmen, wenn ich will. Ich gucke also erstmal, was die nächsten ist. Ob ich überhaupt den Yoshi schon brauche, weil ich kann den Yoshi sicher kommen, wenn ich ihn brauche. Ja, da brauche ich ihn. Nice! Haha, Schruten! Yes, 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 yes. Das hat ich nicht so erwartet. Das war Glück. Das war kein Skill. Das war Glück. Okay, ne, hier kann ich gern. Hier hätte ich ganz gern den einen. Weil Roden ist nicht interessant. Okay.
Der Rodeo ist also so alles, was die Frost geht zu feiern. Boah, das ist ja normal. Sie Fire Cooper, also Road Cooper, Shells. Ups. Sorry. Autsch. Bon, schön der Geheimschlüssel und nicht. Der Geheimschlüssel ist irgendwo innen und muss ihn flehen können. Muss ihn entweder, weil er Yoshi hat mit einem blauen Panzer oder blauen Yoshi mit irgendetwas. Ich gehe mal abtanken. Weil ich muss nach den dritten Geheimschluss fahren und dann sind wir schon beim Bowser gekommen. Silo, hi. Ah, nee, das ist schon richtig. Wow, wow, wow. Tanke mal ab. Ups, das war blöd. Also egal, ich wollte sowieso die ein. Ja, Yoshi will ich gehen. Mich besser die blaue Matte zu holen, ne? Das mich nämlich das ganz viel mehr einfach. Voilà, das wollte ich. Merci. Fische, Fritz, Fischt, frische Fische. Oh, aber nicht die. Bye bye. Ich fand die Animation de cool, wie der Mario sich randratscht. Gesehen, wirklich, wie er sich so zusammen trägt. Mam Yoshi, für durch die Röhre zu kommen. Super Mario, das ist cool. Ja. Für mich der beste wirklich 2D Mario, weil die genau die perfekten Milieu von dort zwischen Schwierigkeit und keine Ahnung, das ist einfach super. Weil Super Mario 3 ist zum Beispiel kurz leveln, die aber relativ schnell schwer können gehen. Schon mal safe gemacht, weil ich den Yoshi will haben. C'est très simple. Kann ein Yoshi essen? Nee. Voilà, genau, für so Situationen zu vermeiden. Was ist denn da geschehen? Fungu nicht gehofft, einen Panzer zu fangen. Weil meistens fand ich den heute Yoshi Hund, da ging ich faul. Auf ein genug egal weit zu spielen. An regelmäßig wechseln. Ich weiß nicht genau, wo der Geheimnis ist, dafür flehe ich relativ niedrig, schlimm mal. Regelmäßig Schwierzle, weil der Yoshi schlägt auf. Haha, er schlägt auf. Hopp. Ne, er ist nicht. Oder ist weit am Himmel? Ne, ne, das hei, voilà. Und das fiel mir einfach, weil den der ganze Butte hei holt. Ah, fuck. Schnell!
Merkt. Merkt. Haha, falsch. Ah ne, warte schon, jo. Ich kann. Ja, ich kann. Okay, ne. Alles okay. Hey, ja, wir sind zum Schluss zum Spiel gekommen. Was hat denn cool? was für eine Schleifer? Zwei. Ah ja, stimmt. Ups. Bam. Am Anfang weiß ich nicht mehr genau, was war das. Für was konnte ich nicht... Oh, Autoscroller. Okay, ne, merci. Ich mich gedurcht, wie kann ich nicht über das Loch laufen? Normalerweise kann der Mario jo über so einen Block laufen. Und das hier ist das nicht gegangen, weil... Ja, ich spreche vielleicht ein paar ab, wenn nicht schlecht. Oh, ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zurückzugehen. Ich meine, ich gehe nur einmal den Weg zurückgehen, ich gehe mich abtanken. Weil, wieder gesehen, also, Leben ist ja nicht das Problem, ne? Leben kann ich hier abtanken, so viel wie ich will. Und ich kann ja auch allkehrs zurücklaufen, für ein paar Ups zu sichern. Dafür erlaube ich mir da einfach mal. A safe state. Richtig knastische safe state. Sowieso was das Yellow Haut ist da so okay, ne? Von ich das so richtig verstehen. Das war nicht, was ich wollte. Weil, wenn ich gucke, am Anfang so gut Virtual Console wird ja safe states lo. Sie kennen und das Haut, das verschiedene Sachen Demos Design gesehen mit etwas, was heute gar nicht mehr drauf wäre. Das ist mir aufgefallen, auch, wo ich Metroid gespielt habe und Samus Returns. All Chaos, wenn du irgendein Item abrehst, musst du eine Erklärung kriegen, was das ist. Super Metroid wird dir gar keine Erklärung geben. Und ich fand es witzig, für ein Health-Upgrade eine Erklärung zu kriegen. Aber natürlich sind auch Leute, die es nie gespielt haben. Auch für die Jahre bis sie mal eins gehen, dann ist das ja auch nicht schlecht. Schon in 3 nicht schlecht fand. War das der Feier? Wo muss ich hin? Okay. Oh, das geht. Probieren wir mal auf 5. Aber super. Lauf! Schön zu frei gelaufen. Ich will einfach ran in der Sprange und dann hoffen, dass es durchgeht, voilà.
Oh mein Gott, die Framerate, die droppt gerade hier. Okay, ohne irgendetwas sind ich mal beim Bowser gekommen, ne? Was nicht super ist. Boah, hier ein, ne, Peach geheilt. Ich stecke raus. Ich fand, der Koopa-Kart muss... Ich Idiot. Der Koopa-Kart, der soll unbedingt rumkommen. Boah, ich muss so und da stand auch wirklich zwei am liebsten hin. Du hast schon gesagt, zu wissen, wo sich positioniere bei dem heute, ne? Fünf war ein bisschen komisch. Sechs war mal sieben. Komm, checken die. Ne, sieben habe ich getestet gehabt. Ja, das war es. Sechs weiß ich gut, wie das. Schaust du American Football, Rickel? Das war nicht gut. Achso, nicht. Für was soll den Klur du mal an der Tille denken, nicht wirklich, ne? Außer, dass vielleicht verschiedene Blicke nicht sichtbar sind, Oni. Aber das kann passen mal ein bisschen besser ab, wir sprangen nicht wie ein Idiot rundherum. Guiding Jujun. Genau das, genau das. Genau so soll das gesehen. Also zwei sind am safesten für mich mal. Ist nicht vielleicht die schnellste Route, mehr aber wirklich definitiv dieser Schuster. Dann gucken wir es mal sagen so. Wasser. Du, du. Da, 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 da. Oh, okay. Das tun wir schon am Lesen, das ist gut. Die geht mal wenigstens ein paar ab. Wie weit geht das? Wow, 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 Chillax. Chillax, ja? Ja, geil mal die Wäsche. Woo. Woo. Super. Da kriegen wir so viel Star, wo wir verlieren es daran. Okay, für was der Schalter gut? Komm an. Wollt ihr doch just ein bisschen. Ich weiß nicht, weisen, dass das machbar ist mit der Super Nintendo oder wie. Zum Schluss wieder gemerkt, oh, da können wir ein Layer aus Shirt setzen. Da-da.
Gut, mir sieht das Mario. Am Anfang, wenn ihr so guckt, das heißt also eigentlich die erste Kaya, wo den heute Look für den Mario benutzt ging, aber bis heute ist das der Mario, wo man hun. Mit Blue Box, Rot Kleider. Am Anfang war es hier umgedreht, etwa Rot Box, Blue Kleider. Wäre cool, wenn man auch so gegen von den so easy wäre wieder tun. Denn heute müsste doch machbar sein. Ich muss just richtig schlafen. Ah super. Mais oui, c'est super. Vas-y. Was sei nice. Die klingen. Ne, am Anfang Hidden Blocks ging es nicht wirklich an diesem Spiel, ne? Ich wollte im Wagrisch gehen. Oh mein Gott. Bon, probieren wir das hier wenigstens ein Kerz treffen. Das wäre gut. Wenn wir das hier kriegen, dann haben wir ein Zeichen, dass wir vorher kommen. Die ist zum Beispiel, ich sprang nicht direkt auf den nächsten Tür. Ich hatte getroffen, mir ist ihn als echt gestorben. Wow, okay. Mir geht immer besser. Mir gehen halt immer besser. Ich gehe den Kakao selbst zu trinken sichern und ich komme direkt herum.
Okay, unsere Gesinnung. Boah. Probieren wir mal Super Mario World Tunnel zu sehen. Ich weiß nicht, wirklich wenig Route holen. Dafür klagen ich mal einfach hier safe dran. Die alte Route hat mir gefallen, weil die alle hat mal Fehler. Me. Da muss ich noch warten. Na, warten, das ist nicht mein Ding. Okay. Tut noch vierstellig, gell? Das ist Facke. Ups. Aber ich weiß nicht, wie ich gut holen. Ich will meine Zähne halen. Ich will können wenigstens ein paar holen. Aufgreifen von denen. Ich meine, in den 8 Raum müsste ich durchfliegen können. Hallo. Nee! Das tut gut ausgesehen. Voilà. Ich hatte schon immer sollte so machen. Am Anfang mit der Kap hätte ich einfach sollten durchrennen, wirklich. Das wusste ich nicht. Was mir gut zu wissen, mir. Boah, mir mal die Kuh mehr zu gut. Alle. Auch wenn das nicht klappt, dann gehen wir mit einem extra Power-Up nachher ran. Okay. Boo. Buh! Wie schlecht! Bom. Bon. Ich noch Versuch. Ich hatte vergessen, die anderen Phasen. Dann könnt ihr immer feiern, dann könnt ihr noch die Phasen tun. No. Das ist ein Endboss immerhin.
Bon, 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 was sieht dann als Flottbox hei? Das ist cool. Keine Ahnung, wen die dote Video möcht, mir das flott erbischt. Wollen wir mal so gucken. Kaiser Mario. Yeah. Das ist immer auch Spaß, ja? Ich wollte nicht so weit noch hier ran. Ne, ich gut, der Sprung so einfach hin. Und sogar noch der Sprung, bis sie wird lach. Mehr weit sie nicht nie kommen. Das war Kaizo Mario. Also ich meine, Zeit für den größten Klassiker, der Super Mario Versicht. Nein, nicht den. Ich bock auf Mario Versicht. Dafür muss ich aber Controller wechseln. Weil ich schöne NAS-Controller für. Also den NAS-30. Das ist ein NAS-Controller, der noch XYLR hat. Mehr für so Sachen. Benutzen Java Lever. Ah ja, das ist das Problem. Ich weiß nicht. Boah, ich weiß nicht, was du hast, mei. Mach mal da nicht. Ich weiß nicht, was du meinst, drum ging, nicht existieren. Weil die existiert mehr wie ein Keier. Du hast sie ja. Hä? Bist du die Gag mit mir? Boah, da machen ich das da nicht, ne? Ich will sowieso in anderen Project für Rasierst. Ich finde ein bisschen mehr speziellen Emulator für so Sachen. Voilà, was lo gerade geschieht, das ist sich bei mir angeloggt. Es sind angeloggt in auch Retro-Achievements. Haut ihr schon selbst durchgespielt, gehört? Keine Ahnung. Also, es geht nicht darum, so wirklich Sachen durchzuspielen. Boah, mach mal neu. Mario Versuch kann ich durchspielen, ja. Da sehe ich das Spiel am Anfang, das, was. Hast du keinen Ton?
Hey, hast du das lo? Kann sein, dass es zu los war. Also, no BS weißt du mir un, wie wann nach der Ton gegen Matt gehen. Dafür will ich nicht, ob du lo. Oh, come on. Ich weiß nicht, ob es lo abseh ist. Ups. Ich checke mal den Caps. Ah ja, effektiv, ja. Oh, sorry für die Tore, wenn das nur ein KOB-Moll geboomt wird. Weil ich schon bei mir immer mehr und mehr abgedreht lo. So, gehst du? Anders weiter in die Luft geflogen. Cool. Ups. Ups. Yahoo!
Okay, super. Okay, mir da waren ja die ganzen Zeit nicht dabei am Anfang den Ton, wenn ich das da richtig. Weil ich schon gesehen, dass irgendwie waren auf Monitor only, dass ich dann den Ton gesehen kommen, mir dass nicht mal dann den Output geht. Oh. Ja, ich checke meinen Stream selber nicht am Anfang, weil so sind wir so. Erstens, mein Bandbreite unnötig benutzt geht. Und sonst müsste ich die Videos sowieso muten, wenn ich gegen am Hintergrund laufen lassen. Egal, Hauptsache geht. Merci. Also, ich spiele normalerweise immer Level für Level. Ich spiele auch kein Spezial-Strat. Ich spiele so weit, wie ich kann, wenn ich nicht mehr kann, gehe ich aus dem Level raus. Und da sind halt so verschiedene Sachen, sonst macht das nicht der Wert. So wie zum Beispiel, normalerweise kombiniere ich auch immer rote Münzen mit 100 Münzen. Here we go. Ah ja, hier ist am Anfang da, wo ich normalerweise Pause mache an dieser Welt. Weil, wie gesagt, ich mache gerne die roten Münzen zusammen mit den 100 Münzen. Aber für hier 100 Münzen zu erwischen an diesem. Wirklich. Wirklich. Okay, ich muss fort. Das Münzchen sichern. Oh, come on. And here we go. Okay. Bon. Mal super. Dem Mauersprungtrick kriege ich nicht wirklich richtig hin. Dafür lassen wir den noch sehen. Dang. Here we go.
Ich freue mich so auf Odyssey. Wir können im frei rundherum zu springen wie verrückt und nicht den Weg holen, wo das Spiel direkt gedurcht wird. Okay, gehen wir auf Tom Fortress. Eine von meinen Lieblingswelten. Schon die Dickflut gemacht. Und das ist das, was für mich der Charme von der Nintendo für sich ist. Mich. Blocky Welten. Die haben dick viel Charme. Doch Bomberman für sich oder so hat auch extrem blocky Leveln. Die aber dick gut in Erinnerung geblieben sind. Oh, tut nicht getroffen. Das war Balle cleanen, den Dingen, du. Ich weiß nicht, ob du schon die Leute gesehen hast. An den USA, an Toys R Us und an GameStop kann ich eine Mario Odyssey Demo spielen. Das ist die 10 Minuten Demo, wo ich noch konnte auf den einzelnen Conventions spielen. Eben der, wo sie dann kann sein Feder starten oder die Füße holen. Und ja. Du hast. Du sind Leute, die machen Speedruns von der Demo. Und du gesagt, ihr wollt schon höhere Level und. Oh, was war das dann? Du gesagt, ihr höhere Level mal und. Was ihn alles machen kann mit dem Mario seinen neuen Moveset, mit der Mutz und alles, wie weit ihn sein Spring kann bringen. Und das wird ganz interessant sein. Ich meine, du hast noch etwas, was ich mal nur noch wert kaufe, bevor das Mario das hier rauskommt. Und das, Ahead in Time, also rauskommt. Am PC. Am Mac, meine ich auch, aber am PC, ne? Und was cool ist, ich will mal sind ich gewürgen. Oh, ich hab nicht gepackt. Ne, das geht nicht mehr. Ich muss dann einen Go packen, das klappt nicht. Und die Rotmünzen. Oh, was ist denn da geschieht?
64. Oh, come on. Ups. Schön die Weh, du nicht gern. Die paar Münzen da los nicht sehen. Die ob der Holz bricht. Die nicht nur nicht neidisch. Bei denen könnte ich die Münzen noch farmen. Mehr. Ich will heute probieren, den Caps zu fangen mit einem 8-Wall-Jump irgendwie für 4 uns kommen, das wäre cool. Ich mach Mario Cam. Heute ist Mario Cam gedurcht, weil das Spiel dir nicht wirklich erklärt, dass die Mario Cam wirklich soll switchen auf verschiedene Momente. Ne? Aber das ist absolut praktisch, fand ich. Für so Momente, wo die Brücke komisch sind, aber wenn normalerweise nicht ganz gut gesagt. Natürlich recht gelehrt durch verschiedene Mods, die ich gespielt habe. Wo am Anfang wirklich verlangen, du sollst auf Mario Cam spielen. Weil du dann frei kannst rundherum den Mario switchen. Also komm probieren das. Ah fuck. Ich grüde denk ja hin. Ich bin ein bisschen zu spät gesprungen. Der Winkel war schon richtig. Ne, ich bin ein bisschen zu früh, nicht zu spät. Yahoo! Okay, nur mal Teil. Und dann noch. Das mit der Kanone. Die Cannonless kann ich nicht machen, ich kenne das nicht hin. Am Anfang habe ich nie richtig probiert, das Setup zu lernen, muss ich einfach sagen. Es sind heute schon aufgefallen, weil ich zu dumm gesprungen bin. Okay, dann hast du die heute Welt gebombt. Die heute Welt, man, ich lebe immer rum, reicht von der Biest Metallkappe. Ich speichere gerne den heute, weil ich will den die Rotmünzen alle haben.
Und ich finde, das muss dann zweimal machen. Obwohl, dann habe ich zweimal gemäht. Fangen Sie nicht an, einen schlechter Bund. Ich verliere schon zu viel Kontrolle. Metersgang, okay, first try, gut. Schassen den, ganz viel schlechte Erinnerungen. Und ich hab wirklich gemäht. Ah, ich Idiot. War egal, egal. Als ich schalte, dann sterbe. Okay, dann gehen wir mal zurück hier hin. Können wir das Wald noch mal fertig machen? Wirklich? Schon ist. Rote Münze. Ey, Gumbaba. Am Anfang fängt eine Schleife immer an der Luft an. Man hat also echt. Boah, bis dass du an den Mauer rennst, das ist Mokus da, Schölle von da. Kannst du mat? Und du? Treff dich. Merci. Schöner Gumba-Siegel los, ne? Ne? Okay. Das heißt, der Mario puncht eigentlich gar nicht mehr am Odyssey. Anstatt nur mal so überlegen. Die gehört just nach der Cappy runteren. Oh, das hat nicht geklappt. Normalerweise geht das dann gar nicht Luft. Aber hier haben wir, hier ist ein Ding. Hier haben wir am Anfang viel mehr Münzen, wie wir denken. Ne? Das ist meistens das, was Leute vergessen, dass ich hier so rundherum drehen kann. Für Münzen zu kriegen. Das kriegt ihn zwar erklärt, da umschild. Aber auch, sie viele Leute, die wissen das nicht. Das ist schon nicht witzig. Weil voilà, hier haben wir dann noch ein Kerl, ich weiß nicht wie viele Münzen. Die lassen sich leihen. Die lassen sich absolut bewusst leihen. Ich will nicht. Ich will nicht nämlich müssen die letzten Münzen an der Luft stichen. Das ist eh von den schwersten Leveln, gerade da wenn es von der Schmoll. Du könnt. Voilà. Gringen, die fortlebt. Und du, merci. Die Münze hat Momentum gesammelt. Ich fand es cool, wie Münze so Momentum können sammeln.
genau sehe ich die Menschen nicht über sich befürchtest du. Da musst du nur nicht nein, glaube ich, das Ganze rum. Voilà, das war. Okay, bon. Das wollte ich nicht. Bon, tant pis. Los, es geschieht. Also, wir sind bei 71 Münzen, dann sind dann eine ganze Reihe darunter zu kreieren. 81. Wir konnten nochmal 10 Stück beim nächsten Go. Voilà, noch ein paar, noch ein paar. Ich meine, das geht schon dick durch, weil wir nach 6. Ja, wir genug. Okay, da gehen wir mal den Tralala durchsichern. Nee, 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 Idiot. Voilà, du machst mal schon genug. Two Stars. Dann noch Mario Wings to the Sky. Das ist möglich, sich direkt an der Rana-Kanone ranzugehen. Ne? Wie schlecht. Okay, du kriegst 3. Ich meine den nächsten krieg ich schon mal nicht. Der kann schon dann nur sogar mal den Sprung hier kriegen. Das ist der 5. Den muss ich noch kriegen. Yep, yep, yep. Geht nämlich da. Okay. And here we go. Okay, dann tue ich nun nochmal 2 Cores komplett plus noch 2 Secrets. Ne, 3 Secret Stars. Machen wir noch Eiswelt hier und dann machen wir noch Buwelt und dann. Und da gehen wir recht. Eine Buwelt los nicht sehen, ohne die Blauen, also nicht wirklich der Wert. Oh, und dunk, dunk. Hey, Mäuschen. Oh, come on. Day, hey! Day, don't. Day, day.
Wieso du das Musik stoppen? Bremsen! Ja! Kleine verlorene Pinguin. Also wie war den Trick schon mal? Mais c'est super. Sorry. Kriegen wir das ja proper hin. Proper, merci. Frosty Slide. Also für die roten Münzen heute ist es relativ simpel, ne? Wir machen als echt Rutscher, probieren so viele Münzen wie möglich zu kriegen. Was hast denn du? Wow. Sie ballern an das Loch geflogen. Oh, das wird so gut, so viel Münzen im anderen Nähenscreen. Ne? Voilà, das ist immer gut, ne? Ja, ja, einen anderen Tag. Aha. Yeah.
Nee, ich wollte das nicht. Also, hey, holen wir die, sicher mit. Aber wenn wir dann noch die Blöde kriegen, dann sind wir schon Winner. Voilà. Hey, merci für den Follow. Und welcome to the stream. Okay, da machen wir dann das mal. Gehen wir mal nach die rote Münze sichern. Mit einem großen Münz zu öffnen, wie soll ich das schon mal kriegen? Am besten einfach einen kleinen Jump von oben, ja. Nee. Bleib fort von mir. Boah, mach mal das, ob der legit weh. Und den dote Nee, merkt. Fett. Okay, boah, Schluss in 10. Ja, Mama ist platt, weil er schon verdient. So wie ich nur gerade verkackt habe. Packen statt. Ja! Ja, das habe ich gepackt. Gut. Mir fehlt ein Münz. Oh, Schwert. Komm, wir packen das. Wir packen den Tricky Trick. Den Tricky aus am der Luft Kick zu machen, den heißt, wir dürfen nicht wieder die Mauer knüpfen, das ist das Problem. Hey! Wow! Okay, boah, ich mach einfach von oben nach fertig, ne? Verlieren wir halt ein bisschen Zeit mit dem Tricky Trick, den hab ich nicht drauf. Okay, you are Speedrunner from England. You Speedrun Mario 64? What's your PB, if you do? Wait. I will start soon, so what games do you speedrun usually? Snowman lost his head, okay. Nee! Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich weiß nicht wirklich, was ein Trigger ist, für das das heute nicht mehr klappt. I don't know exactly what I have to do for this ball following me. So, most of the time I try not to be too fast. And never to stop rolling. And then here. Come. I don't know. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Okay, you do 2D Mario games. Master. I played a little bit of Super Mario World before, but I quit during the Bowser boss fight.
What are the best set of rooms that you should choose to get to Bowser? I took 2, I think it was, with the grid. And so not the best one for speedruns, but maybe the safest one. Wall kicks will work, sure. I like wall kicks. I can't wait for Mario Odyssey. Playing again a game with similar control as 64 is just a dream come true. I don't know, but can I reach this with a long jump? Is this possible? I think it is. I think it's possible. With more momentum, I could go a little bit farther and catch the... I think it's doable. Come on. Slippery ground. Yeah, yeah. I saw the news. I tried it on Splatoon, but don't do it. Just doesn't feel right. Oh, come on. I think that it's a step they're doing because the Virtual Console will be there soon, and I think the rumor about GameCube being the next system on Virtual Console is true. Okay, 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 okay. No, 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 go that way, and now jump! No. I think it's just the first step they're going for Virtual Console on the Switch. And maybe we will get different types of controllers that we can't connect to the Switch. Like the GameCube controller, maybe an N64 controller. Well, no. Personally, I think that... Whoa, okay. I just glitched through. It's okay. Okay, let's try to do it this time without too much bullshit. Yeah, but it's great to have now the possibility to connect I knew it. I think it's nice to have the possibility to connect the GameCube controllers now on the Switch, but we still don't have Smash, so right now it's not really useful, but it's nice. And I think they didn't advertise it, because they only talked about screen capture with the 4.0 version. They didn't talk about having... Come on, you can do it, you can do it! And now... Yeah. An N64 Mini. I didn't even bought the SNES Mini. I got the NES one, and I bought it for an okay price. I didn't pay any scalper or anything like this. I got it for the right price, but the SNES Mini, I don't know.
I think for me it's more something that will... It's good for playing a few things on TV, but I have different boxes, emulation boxes too. Yeah, we need Smash Bros. For the Switch. But you know what? I think... a Friday we will get Odyssey. And after that we have Xenoblade Chronicles 2. And then, that's it. That's the whole lineup of Nintendo games we got. It's not a bad thing, no. Because we got Zelda and we will get Mario this Friday. So, those are two major IPs in 9 months. So that's great, I can't complain at all. And that's not what I mean to. But the thing is, we need more games now. And I believe we will have a Nintendo Direct quite soon. After the holidays. Because they will... I have to talk about the paid subscription for the online services. They have to talk about Virtual Console, that's for sure. We need to Smash. And not only Smash, we need more games. I think maybe a Pikmin would be nice. Animal Crossing. I'm still waiting for Animal Crossing. Metroid Prime 4, I think this won't be for next year, maybe 2019, but it's too soon for Metroid Prime. And there is another thing. You're surprised that Narcissa... Cosmo is running Breath of the Wild. Are you surprised? I don't watch... her stream that much lately, so I don't know what's her opinion about Breath of the Wild, but her history with Ocarina of Time, I don't know. So I'm really bad at hitting these spiky things. Okay, this looks good. Okay. I used to watch a lot of speedruns on Twitch. A lot of Nintendo games. But sometimes it got too much and then my... how do you call it? I have an application that tells me when someone is streaming something. It was crowding up with every time the same thing and it was hard to keep an eye on everything. I like to watch on Speed Gaming the marathons they do, the AGDQ, SGDQ, and also the sometimes they have Super Metroid randomized runs or races or Legend of Zelda
randomized too. I think those are funny to watch. But sometimes I can't watch all the time the same thing. I watch one or two ones, and then I go back to something else. And then I come back 1 week later and see how they progressed. I know that a lot of people like to watch the whole journey through and through. And sometimes some surprises happen. That's cool. I leave the bunny for now. Do 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 daddy do do daddy day. Come on. Thank you. Oh, I don't know how to back long jump. To do BLJs or the BLJs. I don't know how to do them. Oh, I got 4, okay. I will try something. If I fail, too bad. Okay, no, it worked fine. Sometimes I slip on the corner of them and fall out of the map. That happens a few times already. Okay, so now we have the blue cap. Let's go and ghost hunting. So right now I'm actually only playing for fun. I don't have a main goal, I don't want to have 100%, or I just play for as long as I want. I will try to beat the game, I think, yeah. Whoa! Invisible wall! Well, great. Yeah.
What happened to Mario? It's a very strange low detailed. What? That's creepy. What is this? It happens every time I move. What? He lost polygons. Really? Did you see this already happen? It switches every time, it's really strange. Okay, what? Oh, it's already... What? Okay, I will have to start cooking soon. Completely missed it. Okay, I will look. Okay, I see you play it on an smartphone emulator, on a touchscreen emulator. I think it looks like the Project 64 on mobile. Okay, what's happening now? No sound? Ah, okay. I will take a look later because it's a 10 minutes video.
goal. What is it? Ah, yeah, the secret of the book, so. Can I make the jump? Oh, well, now I'm here. Whoa, it happens again. I have it all the time. So what is it? This one? No, okay. That one. This one. And then one. Okay. Strange. And the red coins. Come on. Okay, it's the Mario cam. It's fucking up. No? Doesn't this work? I bet there is a way that this can work. Okay, it works. Just fine. Nah. Oh, I missed one. Ah, I know where. Okay. Yeah, I see the low polygon is loaded when he's far away. That's really strange. That's something games do, but why does this happen? Yeah. Yeah.
I bet this works too. I'm trying a few things out now. Yeah! So I don't have to wait for the stairs to go up to access the second floor. I'm sure I'm not the first one who finds this out, but I'm experimenting. And I'm having fun, and that's the most important here. Yup. Ouch. Big Boo's balcony. Well, I think we will do the two stars in this world, and then I will take a break. I have to prepare food for this evening. I prepare the dinner here. I hate this jump. Isn't there a better way to go up? Like this, maybe? No. This was stupid. No, this doesn't work. Isn't he hitting me? No! He doesn't. Huh? Okay. A lot of strange things are happening here. Is this the start of a creepypasta? What a fight! And here we go. And I say thank you for all for watching until now. I will come later this evening. Usually around 9. So, just like I said, now I have to cook something. My babe will be soon at home. And yeah. She can't cook. So yeah, thank you for watching. Bye. Yo, show your moves. Ja, wie gesagt, geht nicht aus in Stannerem, eben, da geht es weiter mit Mario Spieler, drum und dran, wir haben noch eine ganze Reihe Sammlung, wo man können spielen. Allez, tschaußen!